sagen, haben Sie eigentlich ein Coach-Zertifikat, das ich dann der lokalen Behörde vorlegen kann, damit ich eine Unterstützung für dieses Coaching bekomme, wo ich dann sage, du, pass auf, ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, also mit Zertifikaten schlage ich mich nicht mehr rum. Also take it or leave it, ja. Hast du schon mal die Frage nach so einem Zertifikat gehabt als Coach? Nein, nach, das hätte ich Ich Frage finde tatsächlich das nicht ja gehabt. witzig, ja, dass Ja, einer also, nach Zertifikaten fragt. ja, weil am Ende ist ein Zertifikat ja immer nur eine theoretische Bestätigung, dass du theoretisch irgendwo etwas gelernt hast, einen Kurs gemacht hast, ein Seminar gemacht hast, ein Kennenlernen, Teilgenommen hast, das tatsächlich in der Praxis. teilgenommen. Aber was du da während dem Seminar gemacht hast, das steht ja gar nicht drin. Eben, ja. Am besten die Teilnahmebescheinigung, ne, dass du Genau, da warst, ja. Teilnahmebescheinigung. Er hat erfolgreich teilgenommen. Ja. Ich weiß, es gibt ja zum Beispiel in der Schweiz, das weiß ich aus meiner Zeit, ich habe lange in der Schweiz gearbeitet, gibt es ja tatsächlich Zertifikate dann für Verkaufsleiter. Und ich habe dann mit vielen Bewerbern zu dem Thema gesprochen und festgestellt, dass die mit Zertifikaten eigentlich sehr lehrbuchhaft gearbeitet haben und die, die keine hatten, waren eher Jungs und Mädels aus der Praxis. Also viel, viel, in Anführungsstrichen brauchbarer, ohne dass ich jetzt das Zertifikat niedermachen möchte oder jemanden, der so ein Zertifikat besitzt, schlecht machen will. Das hängt ja immer wirklich vom der einzelnen Person ab. Aber du brauchst ja so ein bisschen Talent, ne? Das führt mich dann zu der Frage, würde denn so ein Zertifikat es rechtfertigen, dass du deine Preise erhöhst? Also musst du dich ausgehen. Also wenn du bestimmte Zertifizierung hast in bestimmten hochtechnisch komplizierten Dingen, sagen wir mal im IT-Bereich, im Datenschutzbereich zum Beispiel, wenn du zertifizierter Datenschützer bist, da geben solche Zertifikate aus meiner Sicht durchaus Sinn, ja, weil das auch alles nachvollziehbar ist. Dann kommt darauf an, wer hat es geprüft, kommt vom TÜV oder kommt von der IHK oder Ja. hat irgendein windiger Coach dir ausgestellt, dass du Coach bist. Das erleben wir ja auch, dass es sogenannten High-Price-Closer gibt. High Ticket, High Ticket. High-Ticket, genau. Ja, ja, unterhalte ich mal mit solchen Jungs und Mädels. Da Das sind wirst diese du selbst Setter, die Spaß dann haben. anrufen und dann High Ticket closen. Ja, also da könnte ich jetzt auch Stories erzählen, da würde ich jetzt gar nicht mal das Bashing betreiben. Nee, Aber das die machen wir waren dann jetzt mit nicht. irgendjemand anders, da steht dann drauf eben, Gebrüder, schieß mich tot, zertifiziert, dass du ein super High-Ticket-Closer bist. Hat ja keinen Wert. Okay.